Wasser, ein neuer Film. Na klar, es geht wieder los. Und zwar ins Neuland. Unsere neue Reise hat uns heute an die Weser verschlagen. Hier waren wir noch nicht. Und hier wollen wir mal gucken, was für Raubfische uns ans Band gehen. Wir haben schon gute Sachen gehört. Wir wissen, Hecht, Barsch, Zander ist da. Aber auch tolle Welsbestände haben wir uns sagen lassen. Und auch große Barben sind zu erwarten. Wir dürfen aber erst morgen angeln. Deswegen gucken wir uns jetzt ein paar Plätze an. Und dann wollen wir uns mal überraschen lassen. Aber gespannt sind wir. Ist das nicht schön? Frühes Aufstehen lohnt sich nun mal. Ja, es ist jetzt 7:15. Ich bin jetzt am ersten Spot angekommen. Und ein paar Aalangler sind schon da. Jetzt geht's ans Wasser. Das ist doch das Allerschönste im Angelsport, die Vorfreude, gleich den ersten Wurf zu machen an einem neuen Gewässer. Und dennoch bei dieser tollen Stimmung. Na, ich will jetzt nicht so viel rumfilmen, dann denken die auch, ich bin nicht ganz dicht, sondern erstmal einfangen. Ich weiß, es geht wieder weiter. Leute, oh, ich drehe durch. Kein einziger Anfasser, kein Biss, nix. Da sieht man schön mal diese Krautfarn. Das sieht ja richtig abgefahren aus, wie ich mir mal von nah angucke. Was ich hier nehme, die müssen ja irgendwo sein. Ne? Da sehe ich einen Brutfisch. Mensch, Leute, das lässt sich hier so toll befischen. Aber nicht ein einziger Fisch, der mal gegen den Köder gegenhustet. Ist auch immer das gleiche Band, was gerade läuft in letzter Zeit bei mir, echt. Kann doch nicht sein, dass da nicht einer mal rangeht. Wir haben mal das Experiment gemacht und haben mal mit zwei Waterwolf pelagisch geangelt. Und hatten nur einen kleinen Rumpler den ganzen Tag über. Und als wir nachher die Auswertung der Filmaufnahmen gemacht hatten, da wurde uns ganz übel, wie viele Großfische sich die Köder angeschaut hatten. Ich hoffe, dass das heute nicht so ist. Bis jetzt sieht es aber so aus. Leider. Um meinen erfolglosen Zanderausgang ein wenig spannender zu gestalten, möchte ich euch etwas zur Fischerei vermitteln. Unsere Angelerlaubnis kauften wir im Angelladen in Verden. Denn ein Online-Bezug ist leider nicht möglich. Die Tageskarten sind limitiert und eine Tageskarte kostet 10 Euro. Diese gilt jedoch nur am jeweiligen Kalendertag und nicht 24 Stunden. Alle Informationen zu den Ausgabestellen werden über die Mittelweser Tourismusseite preisgegeben. Den Link dazu habe ich euch hier in der Videobeschreibung hinterlegt. Der Angelbereich, den wir befischen durften, begann kurz hinter der Landesgrenze von Bremen und erstreckte sich bis runter nach Dörverden. Nach Informationen des hiesigen Angelfachgeschäfts teilen sich die Strecken in Bezug auf die Raubfischangelei am Weserwehr in Inschede in zwei Bereiche auf. Nördlich des Wehrs ist die Zanderangelei besser und südlich des Wehrs bestehen die besseren Chancen auf Wels, Hecht und Barbel. Im Wehrbereich ist sogar saisonal mit Wandersalmoniden zu rechnen. Dazu hatten wir sogar auch noch die Möglichkeit gehabt, die Aller bei Verden zu befischen. Also ein riesen Gewässerbereich mit unfassbar interessanten Angelmöglichkeiten, die der ambitionierte Gastangler jedoch ausschließlich von Ufer aus machen darf, denn das Bootsangeln ist nur Vereinsmitgliedern gestattet. Wir probierten es auf jeden Fall auf beiden Seiten, auf Zander
und aufwälzt. Die Angelphase mit der größten Hoffnung ist jetzt zu Ende. Die ersten 2 Stunden Angeln sind vorbei. Der frühe Morgen, da dachte ich eigentlich, hätte ich schon mal die erste Chance auf den Zander. Die wollten nicht. Also nichtsdestotrotz, wir haben den ganzen Tag noch vor uns. Zielfische, der Hauptzielfisch ist ja sowieso der Waller. Das ist jetzt ja eigentlich eher die Nummer sicher, was ich jetzt mache. Und da ist schon nichts gekommen. Mal gucken, vielleicht geht der neue Weg ja dann. Klappt ja dann wenigstens mit dem Fisch. Wir werden es sehen, ihr werdet sehen. Und dann geht's gleich weiter und dann ist auch Katrin dabei. Mensch Leute, schlägt bei euch der Puls jetzt auch gerade auf 180 BPMs, wenn ihr das hier seht. Also in Kanada kann es nicht schöner sein. Geilster Wassereinlauf. In praller Sonne. Wonach schreit das? Wonach schreit das? Nach Topwater! Yeah! Das checken wir mal, ne? Oder? Oder wollen wir erstmal unter die? Weil man sieht oben keine Ab. Ich mache gleich Topwater. Wird's nix. Geht los. Spannung steigt, super interessanter Platz. Vielleicht erkennt ihr es, da hinten haben wir vorhin versucht, oberflächlich auf Rapfen und Barsche zu angeln. Ja, wir müssen jetzt erstmal ein paar Wochen wagen, dann werden wir weitersehen. Zweimal angefüttert, das lang für diesen Platz. Wir gehen jetzt erstmal was essen und machen Platzwechsel und probieren es jetzt nicht weiter auf Zander. Das war jetzt der letzte Versuch. Gibt ja noch mehr Fische hier. Tja, jetzt sind wir am Wasser angekommen. Tobi ist schon am Aufbauen. Völlig durchgeschwitzt. Weil es gerade angefangen hat zu regnen und die ganzen Insekten haben uns in den Pulli angezogen. Aber es ist immer noch 28 Grad. Ach, guck mal hier, der ist doch gut. Mal gucken, vielleicht lieber die lange Route da vorne rein. Passt. Super. Oh, dann machen wir die hier vorne. Kann ich hier sogar noch ein bisschen mit der Spinnrute angeln. Ne? Also, ich habe zwar hier schon mal geguckt, hier vorne müsste es ein bisschen tiefer sein, wenn hier so flach rausgehen. Ich weiß es aber nicht und das Beste ist natürlich immer, man checkt das vor Ort direkt mit einem Gummifisch. Das ist hier, das ist vielleicht 6-7 Meter nur. Und dann geht hier die Kante richtig steil hoch. Also die ziehen hundertprozentig die Kante lang. Da braucht man gar nicht weit raus. Da lege ich die Köder einfach hier. Stück weit nur raus. Kommt mir sehr gelegen, weil ich nicht ins Wasser gehen kann. Ist eh zu tief. Mit einem ordentlichen Wurf werden wir dann auch schon noch direkt auf die Kante kommen. Das sind unsere Bleigewichte, womit wir gleich die Köder am Grund halten. Unsere Gewichte meinst du? Ja, ja, anstatt Blei eben halt hier so ein Stein. Und zwar mit so einer kleinen Reißleine. Also ich habe jetzt nicht so die 20 Lipsruten jetzt am Start, sondern eine mit 100 Gramm Wurfgewicht und noch eine mit 140, glaube ich. Darum habe ich jetzt hier das Gewicht und habe jetzt hier eine 016er Reißleine, woran ich dann gleich den Köder befestige, weil ich gleich mit einem Auftriebsköder angeln werde. Also ich fische jetzt hier einen Rick von der Stange, einfach hier eingehängt in ein Törnchen. Dann habe ich jetzt hier eine 050er Monofil und jetzt hier so einen Auftriebskörper, der das Ganze liftet. Hier werde ich gleich den Stein anbinden mit der Reißleine. Dann wird das Ganze ungefähr so 60, 70 cm aufgeliftet. Das mache ich extra, weil ich möchte erstens keine Aale haben. Werde ich bei diesen Haken auch nicht bekommen. Zum Zweiten möchte ich nicht, dass die Wollangkrabben das abfressen. Und ich denke,
dass diese Würmer hier, so wie sie jetzt sind, eine viel bessere Duftspur ziehen, wenn die ein bisschen mehr frei stehen. Ganz gut ist dabei, wenn man jetzt hier bei den Schwänzen immer noch mal so ein bisschen so kleine Stücke abmacht, weil die dann ordentlich duften, ne? Also die geben ordentlich Geruchsstoffe ab und die Welse könnte sehr gut riechen. Und so wird das unter Wasser dann hoffentlich gleich liegen. Das ist die Montage. Mhm. Jetzt muss die nur noch mal ordentlich raus. Ja, gucken. Viel Spaß dabei. Ja, mal gucken, ob das gelingt. Das sah auch gar nicht schlecht aus, ne? Mhm. Guck mal, ich bin direkt an der Kante. Perfekt. Und vor allem das Schöne ist, hat gehalten. Da ist einer am Rollen gewesen. Klingglöckchen. Vielleicht. Who knows? Ja, gefühlte 3 Stunden später. Noch keine Aktion am Köder. Eben hat ein kleiner Barsch meinen Spinner verfolgt. Das ist schon mal ein Erfolgserlebnis. Aber unsere Wallermontagen, die sind am Schweigen. Drüben haben sie gerade einen Aal gefangen. Den wollen wir ja nicht. Und ich bin schon so ein bisschen am Hadern. Ihr seht, ich bin kein Ansitzangler. Also ich habe keine Ruhe. Darum, ich glaube, wir werden jetzt hier noch mal eine halbe Stunde machen. Eine halbe Stunde. Dreiviertel Stunde vielleicht, höchstens. Und dann gehen wir Richtung unserem Bus. Wir werden eine Kleinigkeit essen, das schlage ich vor. Und dann versuchen wir es da vorne nochmal im Flacheren. Und da werde ich dann auch vielleicht mal ein paar kleine, zumindest auf einer Route mal einen kleineren Wurm anbieten, also nur 1 oder 2, dass wir zumindest schon mal einen kleinen vor die Kamera zaubern. Das Glöckchen hat geklingelt. Hat schon ganz ordentlich geklingelt. Ja. Hätte eigentlich hängen müssen bei dem Glockenklang. Naja, gut. Ja, aber die Montage scheint doch besser zu laufen. Ja, ich habe jetzt einfach mal hier eine Route extra, damit die Aale da nicht rangehen, hier einen Auftriebskörper gemacht und dann nur mit 2 Würmern, dass wir zumindest schon mal einen für die Linse zaubern. Ne? Und da war zumindest die erste Aktion. Mal gucken. Ne? Klasse. Die Würmer sind weg. Ja. Ich habe es versucht, was soll's. Jetzt wird es dunkel, jetzt kommt eigentlich die beste Zeit, aber an diesem Platz ist Angeln nicht möglich. Das ist hier so eine harte Abbruchkante und man verliert jede Montage. Dazu kommt noch der Regen. Ich gebe auf. Also ich behalte meine Spinnrute vielleicht nochmal bereit, dass wir vielleicht nochmal so in der Dunkelheit mit einem kleinen Wobbler oder mit einem Wobbler überhaupt oberflächennah probieren. Ansonsten geht's morgen weiter.
Weiß nicht, was es ist. Ich glaube, das ist ein Wels, du. Ist ein Hecht. Danke. Ein kleiner. Wirklich sehr gut. Yes, eingetütet. Oh ja. Oh, das ist doch mal eine stattliche Mutti, du. Eieieiei. Ein Hecht. Ja, richtiger. Ja, mach ich gleich. Richtig guter Hecht. Yes! Richtig schöner Esox. Klasse. Hast du ihn gemessen? Yes, 94. Jetzt stehen wir hier an der Weser und versuchen wirklich mal gezielt einen Waller rauszukitzeln. Und weil wirklich nichts funktioniert und wir unbedingt mal einen vor die Linse zaubern wollten, mal wieder diese kleinen 3-Inch-Köder. Das kann doch echt nicht angehen. Ne? Also, ich kann euch nur eins sagen, versucht nicht mit Krampf euren Zielfische verfolgen, angelt einfach weiter auf Zander und auf Barsch. Das war jetzt natürlich kein Wels, aber war natürlich eine ganz stattliche Mutti, die man natürlich auch gerne präsentiert. Ich würde sagen, wir machen mit diesen kleinen gelben Vögeln weiter, oder, mein Hase? Mit denen. Ja, toll. Klasse, mein Liebling. Guck mal an, du, zweiter Fisch. Barsche gibt es auch an der Weser, klasse. Vielleicht sind die auch ein Großer. Hast du ihn? Das ist gar kein Barsch. Ich habe auch. Das ist eine Schwarzmundgrundel. Klasse! Schau mal her, hier ist der. Toll! Und wieder so einer. Diesmal ist sie ein bisschen heller als die andere. Okay, mit der Dropshot-Montage und Wurm fängt man hier überwiegend nur kleine Gründeln oder Grundeln. Die klauen die nur die Würmer, also effektiv ist das nicht. Ein Zubbeln in der Rute mal schön, aber... War schon ganz vielversprechend, der erste Fisch gleich ein Barsch. Ja, Mikrobenbarsch. Ja, da dachten wir schon, es kommt größerer und jetzt hat sich herausgestellt, dass hier müssen ja zig Grundeln rumschwimmen. Ja. Darum Standortwechsel, jetzt genau. Geht's wieder auf große.
Herrlich. Das ist doch mal ein Anblick, den ein jeder Raubfischangler gerne sieht. An zwei Wochenenden hatten wir uns vor der Herausforderung gestellt, einen Raubfisch aus der Weser zu fangen. Im Sommer und zum Anfang im Herbst. Wer das erste Mal an die Ufer dieses schönen Flusssystems steht, wird im ersten Moment davon ausgehen, dass die Raubfische gestapelt stehen müssen. Denn überall ist Weißfischbewegung zu sehen und dazu bietet der Fluss doch so viele Facetten. Wir probierten es wirklich überall, so wie hier im Wehrbereich von Enschede oder am Weserbogen. Und sogar an die Aller führte uns unser Weg. Dabei wechselten wir sogar auf Dropshot-Montagen, um unsere Köder einfach ein wenig länger am Platz präsentieren zu können. Jedoch blieb es bei einem stattlichen Hecht und jeder Menge Schwarzmundgrundeln. Ich würde mal sagen, das war's. Ein wunderschönes Gewässer, diese Weser. Aber wie ist das immer so, oder wie heißt es so schön? Von einem schönen Teller alleine kann man auch nicht satt werden. Zumindest ein Biss hätte ich mir erhofft jetzt im Herbst. Der kam nicht, da war es im Sommer schon fast besser gewesen. Oder es war im Sommer besser, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, wir haben es probiert. Wir machen jetzt hier einen Haken. Die Weser ist für uns gecheckt. Nächstes Jahr checken wir den nächsten Fluss. Lassen euch da wieder dran teilhaben. Versucht selbst, wer die Herausforderung sucht und eine Augenweide permanent vor der Linse haben möchte, der ist hier genau richtig aufgestellt. Wir für unseren Teil haben es nicht geschafft, hier zumindest mal einen Zander zu fangen. Von daher, nächstes Gewässer ruft und wir kommen. Ciao. Gewässercheck. Und wann fahren wir wieder an die Weser? Oh, ich meine, das ist echt schön hier. Das hast du schon richtig. Ja, aber man muss ja wenigstens mal was beißen hier. Du. Ein paar Tipper an dem Köder hatte ich, aber kein Biss. Also ist Hoffnung da. Ja.